Vers 36. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, zu dessen Lobpreis von Hingabe erfüllte Menschen, die von den Veden überlieferten Mantra-Shuktas singen und so ihre ihnen angemessene Schönheit und Größe sowie die dazugehörigen Throne, Fahrzeuge und Schmuckstücke erlangen. Erläuterung: Bei der Erörterung von Rasa begegnen wir fünf Arten von Hingabe oder Dienst: Shanta, Passivität, Dasya, williger Dienst in Ehrfurcht, Sakya, Freundschaft, Vatsalya, Elternliebe und Shringara, Jugendliebe. Gottgeweihte, die von den Vorstellungen ihres jeweiligen Dienstes durchdrungen sind, dienen Krishna ewiglich und erreichen letzten Endes das Ziel ihrer entsprechenden Ideale. Sie erlangen die wahre, mit ihren jeweiligen Rasas harmonierende Natur ihres Selbst und auch ihre glorreiche Stellung, Fahrzeuge, zu ihrem heiligen Dienst passende Sitze und transzendentale Schmuckstücke, welche die Schönheit ihrer wahren Natur noch steigern. Diejenigen, die Shantarasa entwickelt haben, erreichen die Region des Brahman und Paramatma, den Ort ewigen Friedens. Jene, die Dasya-Ras entwickelt haben, kommen nach Vaikuntha in das spirituelle majestätische Reich Narayanas und die Geweihten in Sakya, Vatsalya und Madhurya-Rasa, in Klammer jugendliche Liebe, erreichen Golokadam, Krishnas Reich, das über Vaikuntha liegt. Sie alle verehren Krishna mit den in den Veden beschriebenen Suktas und mit den Ingredienzien und Objekten, die zu den jeweiligen Rasas in jenen Regionen gehören. Unter dem Einfluss der spirituellen Energie beschreiben die Veden in einigen Kapiteln die Spiele des höchsten Herrn. Und unter der Leitung dieser gleichen spirituellen Energie chanten die befreiten Seelen den Namen und besingen die Eigenschaften und Spiele des höchsten Herrn.